Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Last of Rain, Last of Us 2. Ja, es regnet wie die Hölle. Ein bisschen feucht sind wir schon. Jo, wir sind hier mit. Mist. Versperrt. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Versuchen wir's. Jesse unterwegs und ja, es war schon klar, dass wir hier nicht vorbeikommen und dass wir da die Scheibe einschlagen müssen, weil dafür liegt da vorne so schön platziert die Steine und wir. Hallo. Guten Tag. Ist da wer? Hm. Dann nicht so. Voll, das war klar, dass wir wieder mal Munition finden für eine Waffe, die wir eh fast nie benutzen. Oh, sehr schön. Wenigstens mal was, was man benutzt. Jo, es ist schön, dass wir jetzt endlich wieder mal zu zweit unterwegs sind. Das heißt, wenn mal Scheiße passiert, kann uns geholfen werden. Zumindest hin und wieder. Klebeband, geilo. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich wieder was bauen. Ja, nee, nee. Blockiert? Ja. Moment. Warum habe ich die Scheibe eingeschlagen, wenn die ja eh noch im Gange ist? Scheiße. Ich mache Lärm ohne Ende. Aber hey, ja, warum denn nicht? Ist doch egal. Okay, er will da lang, wie es ausschaut. Und da lang geht's auch. Okay, er will nicht da lang, das ist blockiert. Gut. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Yeah, unsere Drogensucht wieder schön gestillt. Geilo. Wuhu! Ihr schon lange so schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Du wärst beeindruckt gewesen. Oh ja. Mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Okay. Mein Leben ist nicht voll, das heißt, wir werden jetzt das mal so machen. So, jetzt bin ich wieder voll. Dann bauen wir uns einen Medipack. Die Waffe werden wir upgraden, damit sie besser zuhaut. Und dann können wir hier die ganze Zeug loben. Mit das. Okay, das geht nicht. Da wäre aber geil, wenn ich den Schalter dann verbauen würde. Hä? Ich kann nur nicht. Und den Schuss verschießen möchte ich auch wieder nicht. Ah, Werkzeug, das ist gut. Jo, da geht's wahrscheinlich raus, ja. Okay, da ist eine Werkbank. Und eine Karte. Haben schon lange keine mehr gefunden, ne? Und ich habe sie immer übersehen. Eins von beiden. Was? Dormendra. Dormendra. Echter Name Iris Ocampo. Intelligenz 80. Muskelkraft 80. Zugehörigkeit keine. Dormendra war früher ein freundlicher, mitfühlender Teenager und musste wegen ihrer Weichheit viel Spott ertragen. Doch alles änderte sich mit dem Ausbruch einer latenten genetischen Mutation.
Sie erlangte die Fähigkeit, den mentalen Schmerz anderer in kinetische Energie umzuwandeln. Je größer der Schmerz, desto kraftvoller das Ergebnis. Heute ermöglicht ihr ihre Arbeit als Kriminalpsychologin, die schlimmsten Geschehnisse im Leben anderer Menschen zu absorbieren und sie buchstäblich als Munition gegen diejenigen einzusetzen, die sie früher gequält haben. Viele verdächtigen Tormentra, sich am Schmerz derjenigen zu laben, die ihren früheren Ausbrüchen im Weg standen, und so einen endlosen Kreislauf des Leids zu erschaffen. Neutrale Schurkin. Okay. Ist also eine Bösewicht. Yeah. Drogen. Wuhu. Jo. Pass mal kurz auf mich auf, bitte. Danke. So. Hier kann man die Feuerrate erhöhen. Hier die Dinger erhöhen. Da kann man nichts machen. Auch die Feuerrate erhöhen. Schaden erhöhen. Okay. Sollen wir hier die Feuerrate erhöhen? Ah, nee. Wir machen ja eh kein Dauerfeuer oder sowas. Feuerrate finde ich im Endeffekt am schlechtesten. So. Jo, Mann. Ich würde mal sagen, das ist der blockierte Weg. Na? Oh ja, Klebeband, das ist immer schön. Liegt hier sonst nichts herum? Was soll denn das? Ah doch. Schere Teil. Okay. Ja, ja, das müssen wir schieben. Hilfst du mir mal? Ja, ja, gleich. Momentchen, boah. Gut, das heißt wieder mal schön Lärm machen. Ich freue mich ja schon so. Okay. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hör zu. Sie sagt es dir sicher, wenn... Das ist für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Sie sichern dieses Gebiet, warten auf die Einheit und dann machen wir die Scars platt. Letztes Mal... Das wird nicht wie letztes. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Hey, hab Vertrauen. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Denk lieber dran, was ist, wenn wir es schaffen. Ui, so viele. Sagte doch, das ist nicht gut. Verdammte Scheiße! Oh ja, verdammte Scheiße! Geht klar! Autsch! Das läuft ja mal überhaupt nicht gut! Ellie!
Boah. Hier drüben! Fuck! Wie ist das? Wie hätte ich denn die? Wow! Kacke! Komm schon! Weg! Du hast mich echt erwischt, was? Ja, hab ich. Und? Tschüss! Allmächtiger. Das dürfte reichen. Wurfs, Mann. Echt schießwütig. Sie führen Krieg mit dem verdammten Kult. Hab sie drüber reden hören. Seraphinten oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Ah, das war eher wieder mehr, als mehr ein Gemetzel als ein richtiger Fight. Jo, Leute. Aber, ja. Ich dachte mir auch am Anfang, jo, das sind so 2, 3 und das eine ganze Horde. Ah, wenigstens haben sie Munition dabei. Werde ich mal von der coolen Gnade. Geht. Warum schätze ich eigentlich nur, dass ich eher da rein hätte sollen? Aber okay. Oh yeah. Wieder ein paar Chips oder Nüsse oder was auch immer. Oh yeah, Tabletten. Ah, Schrottmunition, die wir wieder mal brauchen. So. Ah, da ist noch eine. Mit nichts drin. War ja klar. Auch Schrott die Munition. Guten Tag. Okay. Kurz nochmal aufgemacht. Oh, jetzt fällt mir aber echt viel Munition für die Knarre hier. Und Brecheisen. Ah, nehmen wir Tausch mehr aus. Oh, wir sind mal voll mit was. Gut. Bauen wir wieder ein paar Pfeile. Mehr Scherenteil. Okay. Alkohol kann man immer brauchen. Ein Stück Stoff kann man auch immer brauchen. Okay, und jetzt? Vielleicht kommen wir da weiter. Ja, wieder mal die Hilfe. Ja, ich guck doch nur, ob ich hier noch was finde erst. Wieder mal Munition für die Knarre, die ich nicht brauche. Okay, mehr war doch hier drin nicht. Das ist ja echt traurig. Hochkommen tun wir auch nirgends. Okay. Ja gut. Schau, und der Truck. Nope.
Warte mal. Da drüben vielleicht. Ups. Knallkörper und eine Schere, okay. Yo. Die hat auch schon bessere Tage gesehen. Wieder was mit merkt. War ja klar für oder, Leute, dass da nichts drin ist. Wäre schön, wenn da was drin wäre gewesen wäre. Okay, da kann man drüber klettern. Aber wir hier nicht weiterkommen, müssen wir hier was weiter. Was ist das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Au, up. Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Ja. So eine richtig schöne Dreierbeziehung. Der eine ist der Vater, die eine die Mutter, währenddessen vögelt die Mutter mit der Ellie. Ja, das ist schon schön. Hm. Jo. Das Bike hat auch schon bessere Tage gesehen, aber... Jo. Am liebsten würde ich da jetzt aufsteigen und losbrettern, aber... Ja. Scheint halt nicht so. Das heißt, man wird eine Kletterpartie. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Boah, es wird noch ein schöner Weg werden erst. Verdammt! Müssen wir wohl schwimmen. Oh, nicht schon wieder. Na gut, im Endeffekt bin ich eh schon nass. So ist ja nicht. Ich hab immer wieder Schiss, dass wenn ich da mal runterhüpf, plötzlich unten ein paar so Infizierte sind, die mich von unten schnappen. Und die dann den Spaß mit mir haben. Alter, man sieht echt nichts, ey. Ja, komm, geht da raus, Mädel. Okay. Wohin jetzt? Das Klettern, oder? Ich arbeite dran. Okay, wohl nicht hier lang. Ich schätze mal hier lang. So, da könnte man wahrscheinlich hoch, oder? Oder auch nicht. Dann also hier lang.
Und Klicker ist auch dabei. Okay, das ist der Klicker. Oh, da ist ein Stalker auch dabei, das ist echt uncool. Komm wieder her. Komm schon. Ach, komm. Schon, Klicker. Hör mal zum Schreien und komm her. Das war kein Springpfeil, oder? Nee. Kriegt der jetzt hin? Ich dachte, ich hätte schön seinen Kopf erwischt, aber okay. Ich höre nichts. War's das? Ja. Glaub schon. Könnte sein. Nochmal looten. Wie gesagt, die Stalker, also die Dinger, das sind echt nervend. Aber sie hat, weil man sie halt nicht so leicht sieht. Und sie die anderen Wichser warnt. Dann hast du wenigstens dabei? Nö. Wo war der andere Arsch? Der war doch auch irgendwo hier. Sehr schön. Okay, für die Webwand reicht es nicht. Da oben sehe ich was leuchten. Das heißt, ich komme da irgendwie hoch.
schätze ich mal. Ich hab da eine Flasche. Okay, also hoch. Geplant. Musste das so laufen? Wo kam denn die Asche? Okay, das war's. Das hast du vorher auch schon gesagt. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ja, ich glaube, du hast recht. Das Messer nehmen wir natürlich mit. Da haben wir noch 3 Schuss. Die laden wir nach. Nachladen, komm, Melli. Da liegt noch ein Zettel hier. An das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diese verlogenen Missgriffe für mich abknallen? Und sagt Misha, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen. Hier. So, dann wieder return. Hat ein bisschen Munition gekostet und aber wir haben trotzdem ein bisschen was gelootet. Leider. Team Jackson. Was für verfickte Arschlöcher. Treffend formuliert. Aber leider hat es wohl mehr Munition gekostet, als es gebracht hat. Aber okay, es ist halt wie es ist. Pfeile habe ich noch 3. Okay. Nach dir. Geht, da geht's nicht lang. Oh oh. Nicht gut. Jetzt wäre mir fast die Luft ausgegangen. Das wäre nicht so Bombe gewesen. Sag nicht, ich hätte auch einfach durch das Rohr hier durchschwimmen können. Gleich ducken und mich danach wieder ärgern. Ich sehe es schon kommen. Okay, da komme ich rüber und da drüben komme ich auch rüber. Okay, ich komme von 2 Seiten rüber. Gut. Ich bin nur in das Rohr schauen. Und mich ärgern. Oder doch mal. Nee. Ich find eigentlich das Messer besser als die Stange. Bleib mal beim Messer.
Oder Machete. So. Deckung. Meinst du, du kommst da durch? Mal sehen. Aber sehr willst du dadurch? Ich wäre gekommen, weißt du, wenn du gesagt hättest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Tja, sorry. Joel hatte ich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Rassistenkarte. So. Okay. Hier gibt's nichts mehr, das heißt ab in den Abgrund. Warum glaube ich nur, dass das keine gute Idee ist? Aber okay. Da ist alles nass. Ich schon wieder nasse Füße, wenn es blöd läuft. Okay. Da läuft was. Na, wieder schön. Klebeband, den wir noch brauchen. Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh, das mag sein. Hattest du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Ja. Echt hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Feldpferd. Es ist etwas, was mit dir passiert, weil ein Kind dich sehr, sehr lange liebt. Später. Nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du echt. Tut das weh? Fragte Hase. Manchmal sagt das Feldpferd denn. Es war immer ehrlich, wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay, ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch, aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur, ich brauche, ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. Was da wohl passiert ist? Oder was die wohl, über was die wohl schreiben? Da liegt wieder was. Da liegt wieder eine Schere. Oh, Alter, hier gibt es richtig Lote. Ist ja schon fast wie im Paradies hier. War nicht so schön wie im Paradies, aber fast. Ich denke mal, die fährt nicht mehr, also müssen wir klettern. Also gehen.
So, da fangen wir wieder von hinten an. Hä? So. Nicht. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Die Jungs haben es wirklich aufeinander abgesehen. Das geht schon seit Jahren so. Wie alles wohl angefangen hat? Tja, das wissen wahrscheinlich nicht einmal mehr die genau. Unten hatten wir das volle Paradies und hier gibt es nichts, oder wie? Für einen Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Muss das sein? Wir haben sie da gerade vor ein paar Sekunden abgeknallt. Oder Stunden. Moment, das ist ja sicher nicht lang her. Oh yeah, meine Drogensucht wieder stellen. Drogen sind das Beste in dem Spiel. Ah, da haben wir wieder voll Leben. Hab ich wieder ein bisschen mehr Angst. Hier geht's nicht lang. Hier runter. Wir können außenrum zum Riesenrad gehen. Außenrum? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen dreimal rechts um den Block herum, statt einmal nach links. Okay. Umgehen wir das Gebiet. Abgemacht. Warum glaube ich, dass da gleich wieder was auf mich warten wird? Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Ich will als Erster bei dem verdammten Strand sein. Du kriegst deine Chance. Wir alle. Wo sind denn die? Jetzt schon wieder ein Köter, Mann. Ich hasse Köter. Was ist, Junge? Witterst du was? Okay. Knall nicht drum, Mann. Es geht auch anders. Wo sind sie hin? Suche starten. Lass sie nicht entkommen. Was ist das Mädchen? Gefährte? Geh weiter mit. Nicht. Sorry, Hündchen. Eigentlich habe ich ja keinen Bock, dich zu killen, aber... muss leider sein. Tut mir leid. Könntest du mal aufhören, die ganze Zeit wild herumzuknallen? Lohnt doch nicht.
sind denn die? Hat jemand die gefunden? Alles gesichert hier. Okay. Wo seid ihr? Sagt was, sieht sie jemand? Hat irgendjemand Sichtkontakt? Niemand dort. Ich finde nichts. Naja, du findest nichts. Jetzt bist du tot. So, irgendwo ist noch ein Typ. Ich weiß nur nicht wo. Ist der über mir vielleicht? Der ist über mir, der Sack. Was seid ihr denn auch? Scheint ja schon recht clear zu sein. Da komme ich hoch. Eigentlich wollte ich da das Snickers oder was auch immer das ist nehmen, aber okay. Wo kommst denn du jetzt her? Egal. Tot bleibt tot. Ich glaube, das war der letzte. Ja. Da wünscht man sich ja fast zurück nach Jackson. Geht mir auch so. Ja. Kann ich verstehen. Ja, Leute, wir machen hier wieder den Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal bei Last of Us 2. Ciao.